Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeigen wir euch unsere Methode, Schnittmuster für eng anliegende Kleidung zu erstellen. Also, wir beginnen damit, dass Daniel mich in Frischhaltefolie einwickelt. Und zwar genau den Bereich, den wir nachher auch für das Kleid brauchen. Also machen wir jetzt mir quasi erstmal ein Kleid aus Frischhaltefolie. Am besten zieht ihr auch direkt das darunter an, was ihr später unter dem Cosplay tragen wollt. Weil dann ist es auch schon direkt darauf angepasst. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie noch ganz viel darunter tragen wollt, dann solltet ihr das halt darunter anziehen. Wenn ihr aber jetzt wirklich nur Unterwäsche darunter tragt, dann solltet ihr das auch wirklich nur darunter tragen, weil wenn ihr was anderes darunter anhabt, wird das Schnittmuster nachher zu weit und dann müsst ihr halt dann noch irgendwie ganz viel dran ändern. Und das wollen wir ja nicht. Weil aber ein Kleid aus Frischhaltefolie gar nicht mal so schön ist, wird es jetzt natürlich mit bezauberndem braunen Paketband verschönert. Also eigentlich tapen wir jetzt so den ganzen Bereich, den wir später für das Kleid brauchen, einmal mit Paketband ein. Achtet dabei darauf, dass ihr die Bereiche, naja, wo euer Körper Kontur hat, so gesehen, dass ihr die ordentlich einklebt. Also dass danach auch wirklich euer Frischhaltefolie-Paketbandkleid auch wirklich dann eure Konturen annimmt. Das Ganze macht ihr dann einmal rundum, bis ihr dann quasi das Kleidungsstück habt, was ihr später nähen wollt. Als nächstes müsst ihr euch überlegen, wo soll euer Kleidungsstück näht haben, beziehungsweise wo muss euer Kleidungsstück näht haben. Ihr braucht auf jeden Fall auch hier wieder überall, wo euer Körper wirklich Kontur hat, das heißt an der Brust, an der Taille. Da braucht ihr auf jeden Fall Nähte, damit da auch nachher wirklich die Kontur so rauskommt. Denkt dabei auch daran, dass ihr das Kleidungsstück komplett aufmalen müsst. Also wie zum Beispiel jetzt hier an der Brust. Das soll natürlich nicht ganz gerade sein, da soll so eine leichte Rundung drin sein. Das muss natürlich alles mit aufgezeichnet werden. Anschließend lasst ihr euch aus eurem wunderschönen Paketbandkleid rausschneiden. Das könnt ihr am besten an einer von den geplanten Nähten machen und mit einer Schere, die nicht allzu spitz ist. Mein Körper aus Paketband. Wow, wunderschön. Als nächstes schneidet ihr dann die anderen Teile eures Kleides an der jeweiligen Naht aus und beschriftet das direkt. Also wo ist oben, wo ist unten und wo gehört das Teil überhaupt hin. Also wir haben zum Beispiel vorne Mitte, vorne Seite und hinten. Und fertig ist euer ganz persönliches Schnittmuster. Und das hier ist das fertige Ergebnis, das Kleid für mein Bubbles Cosplay. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.